Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe es mir ein bisschen bequem gemacht, denn ich möchte eine Art Live-Update machen. Ich habe in den letzten 3 Wochen eine Entwicklung durchgemacht, die ich mit euch teilen möchte. Angefangen hat alles mit einem Gespräch, ich glaube irgendwie so Anfang, Mitte Dezember. Ich habe schon seit Jahren, wirklich bestimmt seit 3, 4 Jahren das Gefühl, dass ich auf der Stelle stehe. Also ich bin unglaublich stolz auf meine Entwicklung und was ich erreicht habe und was für einen Stand ich erreicht habe. Aber ich wollte ja weiter. Und dieses Weiter hat sich irgendwie nicht eingestellt. Und darüber habe ich mich schon seit Jahren, habe ich immer wieder mit Leuten darüber gesprochen, dass ich dieses Gefühl habe, so stehen zu bleiben und mich nicht noch weiter zu entwickeln. Also versteht mich nicht falsch, es war toll. Und auch schwer, dahin zu kommen, wo ich an diesem Punkt war. Ich war eine wesentlich entspanntere, ruhiger, geduldigere Mutter. Ich hatte wenig schlechtes Gewissen, mich um mich selbst zu kümmern. Ich habe mir tägliche Auszeiten genommen. Ich war gut zu mir. Ich habe Selbstliebe geübt. Und ich wollte ja aber mehr. Und ich glaube, das ist auch verständlich, dass man ja dann wieder eine neue Zielvorstellung hat, wie man sein möchte und sich gerne dahin entwickeln möchte. Und irgendwie ging das nicht. Und dann hatte ich ein Gespräch mit meiner Freundin Victoria und wir haben über was ganz, ganz anderes gesprochen. Und zwar ging es um ein Programm, einen Online-Kurs, für den sie sich entschieden hat und ich zu dem Zeitpunkt überlegt habe. Und ich weiß, ich habe gesagt, ich kenne doch alle Tools, die sie dort anwendet. Ich weiß das doch alles. Ich nutze das doch. Und da hat es Klick gemacht. Die Tools, die ich zu diesem Zeitpunkt für mich genutzt habe, das, was ich regelmäßig gemacht habe, hat mich, wenn wir jetzt von einer Treppe ausgehen, von hier unten zu dieser Treppenstufe gebracht und auf dieser Treppenstufe gehalten, dass ich eben nicht wieder zurückgegangen bin. Wenn ich ja aber eine Treppenstufe höher möchte oder 2 Treppenstufen höher möchte, muss ich was anders machen. Dann muss ich mehr machen, intensiver arbeiten. Es ist eigentlich, wenn ich das jetzt so sage, ist das total logisch. Und ich habe es einfach nicht verstanden, jahrelang. Und dieses Gespräch und dieses eigene Aha, weil ich finde es noch schöner, wenn dir nicht jemand anderes sagt, na, das Problem ist so und so und du musst das jetzt so und so machen, sondern diese eigene Erkenntnis hat eine viel größere Kraft und damit eine viel intensivere, länger anhaltende Motivation, tatsächlich auch was zu machen. Und ich habe mich dann direkt hingesetzt und habe überlegt, okay, wie könnte das jetzt aussehen? Und dachte, okay, du hast jetzt noch nicht so einen genauen Plan, versuch's erstmal wieder mit einem Habit-Tracker. Ein Habit-Tracker gibt's Vorlagen zum Downloaden. Ich habe mir einfach einen selber gemalert. Ich wollte 30 Tage lang mal wieder meine Routinen tracken. Heißt 30 Tage und darunter habe ich mir die Routinen aufgeschrieben, die ich entweder schon gemacht habe und einfach mal für mich tracken wollte, aber auch neue, die ich irgendwie wieder vermehrt einsetzen wollte. Und zu diesen 7 Routinen gehört 10 Minuten mindestens, 10 Minuten Yoga. Dann habe ich mir so ein Hula-Hoop-Ding, gab es zu Weihnachten. Das wollte ich also täglich machen. Dann spazieren gehen war mir ganz wichtig, weil ich das immer wieder so, da immer wieder so schludrig war. Also spazieren gehen, meditieren natürlich, Hypnose natürlich. Dann stand noch drauf, jeden Tag neuen Input bekommen. Das kann jetzt sein, einen Podcast hören, ein Hörbuch hören, ein YouTube-Video schauen, irgendwie sowas. Und eine Journal-Routine. Was ich davon zu dem Zeitpunkt schon regelmäßig gemacht habe und was mir da schon nicht mehr schwer fiel, weil das einfach schon so in meinem Tagesplan integriert war, war Meditieren und Hypnose. Und alles andere war so, das habe ich mal gemacht. Und dann mal wieder nicht. Und jetzt habe ich mir halt gedacht, hey komm, ich challenge mich jetzt selbst. 30 Tage lang ist die Anforderung an mich selbst, 6 von 7 dieser Routinen zu machen. Das habe ich tatsächlich, würde sagen, so an 80% der Tagen geschafft, 6 oder 7 der Routinen tatsächlich durchzuziehen. An manchen Tagen waren es vielleicht nur 5. Ist auch völlig okay. Und am Anfang dachte ich, boah, das ist schon ganz schön viel. Aber meine Motivation war so hoch und alles davon hat mir unglaublich viel Spaß gemacht.
Ich habe mich dann als erstes hingesetzt und habe halt so die Vorbereitung getroffen. Ich habe mir überlegt, okay, du willst eine Journal-Routine starten. Was willst du da jeden Tag eintragen? Das Video dazu habt ihr übrigens schon gesehen, was ich da jeden Morgen in mein Journal schreibe. Das ist auch immer dieselbe Abfolge. Dann Meditieren, Hypnose war auch klar. Okay, Yoga. Da habe ich mir dann rausgesucht, da gibt es wie so Yoga-Challenges natürlich für Anfänger. Ich bin blutiger Anfänger, auch wenn ich das seit 6 Jahren jetzt, glaube ich, mache. Aber halt unregelmäßig. Und habe mir so eine 10-Tages-Challenge abgespeichert bei YouTube, die Playlist. Beim Hula Hoop. Leute, also das ist ein Hula Hoop, der so fest ist. Mit einem Gewicht dran, weil dieses andere Hula-Hoop kann ich nicht. Ich bin ein Körperklaus, ich kann das nicht. Und da dachte ich, hey, okay, das ist das, also das muss doch laufen. Und ich probiere das aus und ich denke so, wie soll, also warum geht das nicht? Dann habe ich meine Freundin gefragt, die auch so ein Ding hat. Ich so, was mache ich denn falsch? Und sie so, naja, also du musst dich halt so bewegen, dass diese Kugel trotzdem am Rotieren bleibt. Und da habe ich dann. Ich habe dann trotzdem jeden Tag Hula Hoop gemacht, aber die ersten Tage waren es halt 2 Minuten, 3 Minuten, 4 Minuten, weil das Ding einfach nicht in der Luft blieb. Bis dann irgendwann, ich glaube so nach 4, 5 Tagen, mein Körper kapiert hat, wie die Bewegung sein muss, damit das läuft. Und jetzt kann ich das auch 15 Minuten machen. Aber ne, da brauchst du manchmal auch eine gewisse Vorbereitung oder so ein, okay, ich muss erstmal das machen, um da und da hinzukommen. Und dann habe ich mir natürlich überlegt, okay, welchen neuen Input will ich mir reinziehen? Ich habe mit einem Hörbuch zu dem Zeitpunkt gestartet und hatte mir halt immer das Ziel gesetzt, mindestens 20 Minuten zu hören. Das war dann erstmal so die Vorbereitung, dann habe ich einfach losgelegt. Und an den ersten Tagen bist du natürlich voll motiviert und machst da ein Ding nach dem anderen. Und ich bin ja ein sehr organisierter Mensch. Also muss ich, glaube ich, also nein, ich muss das sein. Weil ich bin alleinerziehend, ich bin selbstständig, ich muss das alles irgendwie unter einen Hut kriegen. Ne? Immer alles so, Haushalt, die Kinder, wann muss wer abgeholt werden, Termine machen, zu Termin fahren, die Job-To-Dos. Und so habe ich dann einfach diese Routinen auch in meinen Tagesplan integriert. Ich wusste also ganz genau, wann mache ich Yoga, wann gehe ich spazieren und so weiter und so fort. Und dann war es super simpel. Und deswegen habe ich auch so oft so viele der Routinen täglich machen können. Und ich bin, glaube ich, heute an Tag 25, weil ich schon Ende Dezember angefangen habe. Man könnte auch denken, ja, startet man dann am 1.1. damit? Nee, warum? Ich war doch schon vorher fertig und habe mir das vorher so überlegt, muss ich doch nicht bis zum 1.1. warten. Deswegen bin ich heute an Tag 25, glaube ich, und bin A, sehr stolz auf mich, dass ich so viele Routinen jeden Tag gebacken kriege und da immer noch dranbleibe und immer noch Spaß daran habe. Es war zu keinem Zeitpunkt dieses, oh, jetzt muss ich auch noch Yoga machen. Oh, jetzt muss ich auch noch spazieren gehen. Gar nicht, weil ich habe mir diese Routinen ja ausgesucht, weil ich weiß, dass die einen positiven Effekt haben. Und diese Routinen sind ja was ganz Individuelles. Vielleicht ist es für dich eher lesen zu wollen oder kreativ sein zu wollen. Es geht ja nur darum, was dir gut tut, auf was du Bock hast. Und gehen wir nochmal die einzelnen Routinen durch. Hula Hoop und Yoga und Spazierengehen hat natürlich was mit meiner körperlichen Bewegung zu tun. Ich habe einen Job, bei dem ich fast ausschließlich sitze und ich habe mich im Alltag viel zu wenig bewegt und das habe ich einfach ganz oft körperlich gemerkt. Und das Spazierengehen ist auch so dieses Kopfklarkriegen. Und ich bin dann meistens in der Natur und Stille und die Natur wahrnehmen, das hat natürlich noch einen viel größeren Effekt auf einen. Das war so der Bereich. Meditieren, Hypnose ist bei mir ganz viel Dinge verarbeiten, Unterbewusstsein beeinflussen. Da wusste ich schon, ich liebe das total. Das ist für mich unglaublich wichtig, das täglich zu machen. Der neue Input war für mich so wichtig, weil ich habe während der Einschlafroutine der Kinder natürlich Zeit, mir irgendwas Neues anzuhören. Und ich habe oft dann einfach Hörbücher, also Romane gehört, was ja nichts Schlechtes ist. Aber es gab auch so viele Dinge auf meiner Liste. Ich wollte mal in den Podcast reinhören und ich wollte mich zu dem Thema weiter informieren. Und von dem das Buch hat mich interessiert. Und deswegen habe ich mir ganz konkret dieses Ziel auch gesetzt, 20 Minuten neuen Input zu konsumieren, um einfach auch neue Dinge zu lernen, mich mit neuen Dingen, mit anderen Themen auseinanderzusetzen, von denen ich jetzt noch nicht so viel Ahnung habe und mich dahingehend
weiterzuentwickeln und weiterzubilden. Und die Journal-Routine war so wichtig für mich, weil so viele Leute so viel Positives davon erzählen. Und mir das natürlich durch meine Expertise schon klar ist, warum. Und ich mir ja auch ganz konkret diese Punkte ausgesucht habe, die ich in meiner Journal-Routine mache, wie eben 5 Dinge aufzuschreiben, für die ich dankbar bin, eine Intention des Tages zu setzen, jeden Tag eine Affirmation zu haben, jeden Tag eine Manifestation zu machen. Und weil ich glaube, die Journal-Routine ist auch wirklich so ein Dreh- und Angelpunkt um diese Entwicklung von mir. Und ich habe schon in den ersten Tagen gemerkt, wie gut mir das tut. Meinem Geist, meinem Körper, vor allen Dingen, wie ich mich fühle. Also wenn du dich schon morgens hinsetzt, ganz am Anfang waren ja dann auch die Feiertage und Ferien. Das heißt, ich habe schon morgens Yoga gemacht, habe mich dann hingesetzt und die Journal-Routine gemacht. Wenn du so in den Tag startest, das verändert alles. Du hast sofort eine andere Energie. Du startest sofort positiver in den Tag. Durch die Journal-Routine zielgerichteter in den Tag. Weil du dir eine Intention setzt, weil du sagst, und so, und das nehme ich mir heute vor. Und für das bin ich dankbar. Das kreiert ja schon eine ganz andere Energie, die du hast. Und das, oh, und ich fühle mich so gut wie seit Jahren nicht mehr. Ich hatte die letzten Jahre immer Probleme mit dem Jahresstart. Ich könnte mir vorstellen, es liegt halt einfach daran, weil man denkt, oh, nächstes Jahr wird alles besser. Nächstes Jahr erreichst du endlich alle deine Ziele, die du dir schon seit Jahren vornimmst. Nächstes Jahr. Und dann ist der 1.1. und es ist einfach ein stinknormal, scheißnormaler Tag. Und natürlich hat sich nichts durch Zaubern verändert. Und dann bin ich immer am Jahresanfang in so ein Loch gerutscht. Und das war dieses Jahr anders. Es war gar nicht. Es war einfach ein ganz normaler, seichter Übergang. Und ich hatte ja schon was getan. Und ich merke, da ist so viel mehr Energie, so viel mehr Gelassenheit, so viel mehr Leichtigkeit, so viel mehr Glaube an mich selbst, Vertrauen in mich, Vertrauen auch darin, alles regeln zu können, mich zu dem Menschen entwickeln zu können, der ich werden will. Und da würde ich jetzt schon sagen, wenn man wieder von der Treppe ausgeht, dass ich schon eine Stufe wieder nach oben getreten bin. Und jetzt kommt es halt drauf an, wenn ich diese Routinen weiter halten kann, und das ist mein Plan, das wird wirklich jetzt auch ein Vierteljahr mit einem Routinentracker weiter zu bearbeiten. Ich war gestern an so einem Punkt, wo ich überlegt habe, brauchst du den Routinentracker eigentlich noch? Und dann dachte ich, doch, ja. Es ist jetzt einfach noch unbedingt notwendig und ich möchte das ein Vierteljahr durchziehen, weil ansonsten würde ich wahrscheinlich wieder eine Stufe zurückgehen. Aber von der Stufe möchte ich ja dann gerne wieder eine Stufe nach oben. Und wir werden sehen, ob diese Entwicklung aus mir herauskommt, aufgrund eben dieser Routinen, die ich mache, ob die das einfach mit der Zeit mit sich bringen. So wie es ja am Anfang war. Ich habe angefangen zu meditieren und ging dann Schritt für Schritt. Glaubenssätze, Hypnose, Schritt für Schritt, bis ich halt irgendwann stehen geblieben bin. Und jetzt gucke ich einfach, wie weit bringen mich diese neuen Routinen, bis ich irgendwann wieder stehen bleibe. Und jetzt weiß ich ja aber, dass ich an dem Punkt dann einfach wieder was Neues integrieren darf. Ich habe auch noch ein paar Ideen für neue Gewohnheiten, aber mehr als 7 dürfen es auch einfach nicht sein. Ich finde die 7 schon super viel. Vergleicht euch da auch bitte nicht und setzt euch das nicht als Ziel, jetzt unbedingt auch 7 Dinger machen zu müssen. Das ist schon ein bisschen Banane. Ich glaube, ich werde die dann vielleicht nach jeweils 30 Tagen auch mal tauschen. Oder dass ich sage, hey, Meditieren und Hypnose, das ist mir so ein Fleisch- und Blutübergang, ich mache es eh. Da könnte ich dann nochmal was anderes einflechten. Ich würde zum Beispiel gerne mir noch angewöhnen, täglich EFT zu machen und täglich zu visualisieren und Affirmationen zu hören. Da muss ich mal gucken. Und was ich dadurch gemacht habe, durch diese mehr Energie, mehr Motivation, da auch wieder noch mehr zu geben, noch mehr wieder da reinzugehen, habe ich mir jetzt auch ganz oft, wie oft guckt ihr bitte ein YouTube-Video, ein Reel auf Instagram, wo jemand sagt, hey, mach das, hier habe ich eine geile Übung für dich. Und du denkst dir, ja, das ist richtig cool, das mache ich mal. Und dann machst du es niemals. Und ich habe mir jetzt tatsächlich, also die meisten sind Reels auf Instagram, die dann wirklich gespeichert in einen Ordner gepackt und habe jetzt bisher auch alle gemacht. Ich mache das einfach alles mal. Auch das wird dann ein Punkt auf meiner To-Do-Liste. Ich weiß, okay, ich habe mir 3 neue Reels gespeichert, mit 3 neuen Übungen, mit 3 neuen Impulsen, was ich noch nie gemacht habe, was ich mal ausprobieren möchte. Das trage ich mir in meinen Terminkalender und dann mache ich das an dem Tag. Und das ist so toll. Und das ist dieses,
Ich habe mir selbst was vorgenommen. Ich habe mir selbst was versprochen. Und jetzt halte ich es ein. Das ist so das Stärkste, was du machen kannst, dir, weil dadurch lernst du dir selbst zu vertrauen, wenn du dich nicht ständig selber verarscht. Das ist so wie, ab 1.1. ernähre ich mich wieder gesund und gehe zum Sport. Das machst du 2 Wochen lang und dann nicht mehr. Und dann dein Unterbewusstsein, oh, du kannst dir selber nicht vertrauen. Du versprichst dir ständig Dinge und hältst dich nicht daran. Ja, scheiße. Und das hat sich in mir auch gestärkt, weil ich mich wirklich jetzt auch schon sehr lange daran halte. Und an keinem Punkt habe, oh, ich bin froh, wenn die Routine vorbei ist. Oder bin froh, wenn endlich 30 Tage geschafft sind. Gar nicht. Deswegen, das war so ein richtig guter Impuls und ein richtig toller Weg, den ich da eingeschlagen habe. Und das wollte ich gerne mit euch teilen. Fühlt euch inspiriert zu sagen, hey, ich möchte mir eine Routine überlegen. Ich möchte jetzt wirklich mal 30 Tage am Stück meditieren. Ich möchte 30 Tage am Stück spazieren gehen. Irgendwas. Deswegen gibt es ja auch diese 100-Tage-Videoreihe, die ich mache, um euch da Impulse und Ideen zu geben, was ihr tun könnt. Ne, Journal-Routine. Routine, was auch immer. Schreibt super gerne mal in die Kommentare, was so diese eine 30-Tage-Routine für euch sein könnte. Ob ihr euch jetzt inspiriert fühlt, das auch mal auszuprobieren. Vielleicht kennt ihr auch dieses Gefühl, auf der Stelle zu stehen. Schreibt das ruhig gerne alles in die Kommentare, dann können wir uns darüber ein bisschen austauschen. Vielleicht hast du auch eine Frage, wenn du sagst, hey, wie kann ich diese Routine etablieren? Oder ich habe das Problem, wie kann ich das lösen? Dann kann ich euch da gerne in den Kommentaren darauf antworten. Ansonsten hoffe ich, dass euch dieses kleine Live-Update gefallen hat. Solltet ihr sonst noch irgendwelche Fragen haben, schreibt die gerne auch in die Kommentare dieses Videos. Und dann sehen wir uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!